Herzlich willkommen im Fränkischen Schwarzmuseum in Tüchersfeld. Mein Name ist Fabian Wittenborn und ich lade euch ein, mit mir auf eine Zeitreise zu gehen. Und zwar möchte ich in eine Zeit reisen, in der es nicht so kalt und dunkel ist, wie es jetzt ist. Dafür müssen wir jetzt erst einmal nach oben, um die Fränkische Schweiz von oben sehen zu können. So, von hier aus können wir mit der Erdzeitalteruhr in die Vergangenheit reisen. Bei der Erdzeitalteruhr, müsst ihr wissen, steht jede Sekunde für ungefähr 50.000 Jahre. Wenn man die ganzen 24 Stunden zurückreist, ist man am Beginn der Erde vor 4,5 Milliarden Jahren. Aber so weit wollen wir gar nicht zurück. Mein Ziel ist die Zeit des Jura vor 150 Millionen Jahren oder 48 Minuten auf der Erdzeitalteruhr. Es ist die Zeit der größten Landtiere auf der Erde. Und wie ihr seht, war es bei uns damals ziemlich nass. Die Fränkische Schweiz war vom Wasser überflutet. Menschen gab es in der Zeit noch nicht. Die gibt es erst seit 2,5 Millionen Jahren. Auf der Erdzeitalteruhr sind das gerade einmal 6 Sekunden. Es gab aber Vorfahren der Menschen. Kleine rattenähnliche Tiere, die ihre Babys noch in einem Beutel mit sich herumgetragen haben, wie das die heutigen Beuteltiere machen. Aus Italien und Rumänien gibt es Funde dieser Tiere, die zur Familie Celestidae gehören. Vielleicht hat es welche von denen auch bei uns gegeben, aber noch sind keine gefunden worden. Jetzt wollen wir aber erst einmal in dieses Meer eintauchen. Schön warm ist das Wasser, bis zu 30 Grad. Am Boden des Meeres leben Schwämme. Keine Badeschwämme, wie ihr die von euch zu Hause kennt, sondern Schwämme mit einem Skelett aus Glas oder Kalk. Wenn so ein Schwamm stirbt, bleibt das Skelett übrig und auf dem Skelett kann ein neuer Schwamm wachsen. Und darauf wieder einer und wieder einer und so entstehen Felsen und Riffe, die langsam immer weiter in die Höhe wachsen. So wie das heute bei Korallenriffen der Fall ist. Und wie auch bei den heutigen Korallenriffen waren diese Schwammriffe voller Leben. Seeigel, Seesterne, Fische, Muscheln, Armfüßer und Schnecken. Es gab auch größere Raubtiere wie Fischsaurier, Meereskrokodile und Paddelechsen, die Jagd auf diese Tiere machten. Diese Raubtiere wurden wiederum vor dem Riff von dem mächtigen Leopleurodon gejagt, welches darauf wartete, dass eines dieser Raubtiere das Riff verließ. Die berühmtesten Tiere im und über dem Riff sind aber sicherlich die Ammoniten und Belemniten, denn deren versteinerte Überreste kann man heutzutage fast überall in der Fränkischen Schweiz finden. Ich habe ja schon gesagt, diese Schwämme wuchsen immer weiter nach oben. Sehr wahrscheinlich hat sich gleichzeitig der Meeresboden angehoben. Weil Schwämme aber nur im Wasser leben können, war dann irgendwann Schluss. Sie kamen an der Wasseroberfläche an. Deswegen gibt es in der heutigen Fränkischen Schweiz auch keine Gipfel, die über eine bestimmte Höhe hinausragen können. Als die Schwämme an der Wasseroberfläche ankamen, bildeten sich am Ende dieses Zeitalters Inselchen. Auf diesen Inselchen wuchsen erste Pflanzen und von den Pflanzen konnten erste Tiere leben. Es gab zum Beispiel sehr kleine Krokodile, die schnell laufen konnten und vielleicht auch in der Lage waren, auf Bäume zu klettern. Es gab den Europasaurus. Das ist eine Mini-Version des riesengroßen Camarasaurus. Der wurde vielleicht gejagt vom Sciuriomimus. Das ist eine Mini-Version des Megalosaurus. Weil der Sciuriomimus so einen buschigen Schwanz hat, hat er den Namen Eichhörnchen-Nachahmer bekommen. Ein wenig vertrauter für uns sieht dieses Tier aus, der Archaeopteryx. Er ist der Vorfahr oder er ist ein Verwandter unserer heutigen Vögel und er machte Jagd auf Insekten. Die Herrschaft über die Luft lag aber immer noch bei den Flugsauriern, die mit 1,4 Meter Flügelspannweite die größten fliegende Tiere der Zeit waren. Wenn wir uns von der Fränkischen Schweiz ein wenig entfernen, sehen wir, dass es im Gebiet des heutigen Nordrhein-Westfalens deutlich größere Inseln gab und hier lebten die großen Vettern unserer Inselsaurier. Allosaurus und Torvosaurus waren mit 10 Meter Länge die größten Raubsaurier der damaligen Zeit. Sie machten Jagd auf Pflanzenfresser wie das Iguanodon oder auf Stegosaurier. Auch gab es bei uns die großen Langhälse wie Brachiosaurus und Camarasaurus. Damit sind wir schon am Ende der kleinen Zeitreise angekommen.
Wenn es euch gefallen hat, dann liked uns auf Facebook und abonniert unseren Kanal auf YouTube. Bis zum nächsten Mal.